und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Case Opening. Und wie wir hier sehen, ja, die neue Gamma Exposition, ja, Exposition heißt es, glaube ich, sehen wir hier die neuen Knives. Finde ich eigentlich sehr schick, ja. Ich muss auch wirklich sagen, die Emerald Collection oder die Gamma Doppler heißt sie. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und wir können hier mal ganz kurz die Skins durchgehen. Ja, wir haben hier einmal die M4A1 Schema Industries. Finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht als Red Skin, ja. Mal was anderes. Sieht aus wie ein Zebra. Dann die Glock Wasteland Rebel. Ich mag ja die Wasteland Rebel, muss ich sagen. Also nicht schlecht, ja. Dann eine P2000. Eine Scar. Und die M4 Dissolution Space. Ja. Ein Traum von mir, die zu bekommen. Und ich habe mir einfach mal gegönnt und habe 15 Kisten mir geholt. Okay, das ist die noch dazwischen. Also 15 Kisten und wir werden uns einfach mal 15 öffnen. Weil wir haben ja 15, ja. Oh, na, ein bisschen weiter jetzt können. Eine Nova Exo. Einsatzverbot. Ich hab's immer noch auf Englisch, auf Deutsch, ich weiß. Ja. Sollte ich endlich mal umstellen. Eine P250 Ironclad. Entschuldigung. Die P90 sieht natürlich auch gar nicht mal so schlecht. Entschuldigung. Nova Exo. Ah, kennen wir ja schon. Das gefällt mir. Auch wenn es eine Autosniper ist, ja. Oh, die ist aber Gabenscard. Die ist Gabenscard. Eins über Gabenscard. Das ist eine. Oh, fick dich. Fick dich. Ja. Das wäre es jetzt natürlich gewesen. Oh, da ging gerade eine Statrack P2000 durch. Ja, Schnauze. So, ich hoffe. Also die Glock wäre natürlich auch nicht schlecht, ja. Der erste Glock-Skin, der red ist. Finde ich nice. Also, ja gut, die blauen sind natürlich so, wie die blauen sein sollen, ja, abgrottig schlecht, die Aug furchtbar, finde ich. Finde ich jetzt die AWP gar nicht mal so schlecht, ja. Ein Revolver, warum die auch immer da einen Revolver reintun, ja, weil kein Mensch spielt mehr Revolver. Die abgesägte Schrotflinte, ja gut, ja. Ja, hier, das ist... Da müssen wir dran rein. Okay, das sieht schon mal besser aus. Okay. Ah, nee, wird die Mac 10. Sieht ein bisschen aus wie die. Ah, wie heißen die? Gibt so eine ähnliche schon mal. Ich will mir den Namen gerade nicht ein. Fuck. Shit. Ja, die brauche ich nicht. Die ist scheiße. E2000. Die wird auch, ich sag mal... nein, da wird... Da. Ach, schade. Schade. R8 Revolver will ich nicht. Spielt kein Mensch mehr. Reboot, alles klar. So, letzte Case.
Dann wird es nochmal die 5-7 Violent Dynamo. Da könnten wir eigentlich auch noch schnell einen Trade abmachen. Ne? Machen wir mal kurz gucken. Ah, 5 Euro ist mir noch wert. Ja. Muss ich mal kurz schauen. Muss ich mal kurz raustappen, ja, in mein Inventar. Wie viel denn die Blues-Sachen noch wert sind? Ob sich das denn lohnt? Was ist denn das? Der Revolver 6 Euro wert? Okay. Was ist die in Euro 50? Was ist denn noch? Okay, das Einzige, was wir gezogen haben, war der Revolver. Und der war dann. Der ist 6 Euro wert auf Minimal Wear. Okay. Ja gut, wir probieren es einfach. Ja. Wir tun mal hier im Aufwertungsvertrag und dann tun wir mal nach Collection. Versuche ich mal die besten Sachen hier rauszupicken. Kampfspuren, Kampfspuren. Ach, das war's schon. Okay. Okay, dann tun wir die raus. Und tun dann lieber dann noch die da rein. Ja. So, und AWP? Jawohl! Aha. Nein, für Lila Skin eigentlich mal gar nicht mal so schlecht. Minimal Wear? Okay. Okay, was ist die wert? 13 Euro! Holy sh! Okay. Ja gut, haben wir doch einiges rausgeholt. Ja. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.